Hallo ihr Lieben, auch in dieser Woche gehen die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern für Frieden auf die Straße. Was in Solingen passiert ist, kurioser geht es nicht. In Solingen fand am 23.08. ein Festival der Vielfalt statt, wobei ein zugewanderter Syrer durch einen Messerangriff 3 Menschen getötet und 8 weitere Menschen verletzt hat, 5 davon schwer. Und was macht das Bündnis? Wuppertal stellt sich quer? Sie organisieren in Solingen eine Demo gegen alle Formen rechter Gewalt, damit der Anschlag nicht für rechte Zwecke missbraucht werden kann. Nach dem Motto, nicht alle Zugezogenen sind automatisch gewaltbereit. Und wie absurd es ist, nach diesem Anschlag in Solingen eine Demo gegen rechts zu veranstalten, möchte ich am folgenden Beispiel erklären. Stellen wir uns vor, dass Neonazis ein Festival für Deutsche organisieren. Beim Festival nehmen auch Ausländer teil. 3 davon werden von Neonazis getötet und 8 weitere Ausländer werden von Neonazis verletzt, 5 davon schwer. Jetzt passiert Folgendes. Das Bündnis Neonazis stellen sich quer, organisiert eine Demo gegen jede Form von Ausländerkriminalität. Mit der Begründung, dass der Vorfall nicht von Antifaschisten missbraucht werden kann. Nach dem Motto, nicht alle Neonazis sind automatisch gewaltbereit. Unvorstellbar, dass so etwas passiert. Aber der umgekehrte Fall ist in Solingen passiert. Und wenn ihr auch auf das eigentliche Problem aufmerksam machen wollt, nämlich dass einige Zuwanderer gewaltbereit sind, und zwar in extremem Ausmaß, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Wenn jemand gerne Auto fährt, ist er bisschen rechts. Den grünen BWL erklärt, ist er bisschen rechts. Fährst du Traktor, bist ein Bauer, suchst eine Frau, bist du rechts. Welche Rechte du in Zukunft hast, eine Frage des Geschlechts. Wenn jemand nicht gern gendert, ist er bisschen rechts. Wenn jemand sich nicht ändert, ist er bisschen rechts. Wenn jemand träumt vom Regierungssturz, ist er rechts. Wenn jemand in dem Fahrstuhl furzt, ist er rechts. Wenn jemand seine Meinung sagt, ist er bisschen rechts. Wenn jemand etwas Falsches fragt, ist er bisschen rechts. Wenn jemand Israel kritisiert, ist er rechts. Für Palästina demonstriert, ist er rechts. Wenn jemand auf die Straße geht, ist er bisschen rechts. Wenn jemand mal sein Bein verdreht, ist er bisschen rechts. Ist jemand für Verhandlungen, ist er bisschen rechts. Wenn jemand den Koran verbrennt, ist er zu viel rechts. Willst du nicht nur Pflanzen essen, bist du bisschen rechts. Vertrittst du deutsche Interessen, bist du bisschen rechts. Wenn das alles bedeutet, rechts zu sein, kann ich's verstehen. Dann sage ich aber auch, ein bisschen rechts ist okay. Wenn jemand gerne Auto fährt, ist er bisschen rechts. Den grünen BWL erklärt, ist er bisschen rechts. Fährst du Traktor, bist ein Bauer, suchst eine Frau, bist du rechts. Welche Rechte du in Zukunft hast, eine Frage.